Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog. Ich habe euch ja versprochen, jetzt wieder häufiger zu vloggen. Das Wochenende ist voll gepackt. Wir waren jetzt gerade schon auf der standesamtlichen Trauung von Kat und Leo. Auf jeden Fall ist morgen auch die große Trauung von Kat und Leo. Und wir müssen noch voll viel organisatorische Sachen machen, weil wir ja am Montag schon mit dem Wohnmobil losfahren. Zum einen hier die Geburtstagskette von Dennis umtauschen. Wir haben ihm eine Goldkette geschenkt mit einem Kreuzanhänger. Und die Goldkette ist ein Tick zu lang. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Und ja, noch ein paar Sachen für den Trip besorgen. Dennis zieht mal hier noch die Socken an. Katrin ist auch dabei. Hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt erstmal was zum Essen holen, weil wir haben alle richtig Hunger. Wir haben uns für Pokeball entschieden. Katrin und ich teilen uns eine, aber da ist mega viel drin. Also es ist eigentlich die doppelte Menge. Die sind riesig. Und ja. Und Dennis seine, wir lieben Kimchi-Algensalat und Malia ist beschäftigt. Genau, und hier mache ich mir jetzt meins ein bisschen rein. Oh. Was haben wir alles gekauft? Wir haben trägerlose, hässliche BHs gekauft. Es gab keine andere Farbe mehr in unserer Größe. Dennis, was hast du gekauft? Hip, hurra. Malia, ihr Getreidebrei warm gemacht. Den habe ich gestern gekocht und eingefroren. Ja. Klappt ganz gut. Ich will euch mal zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus und den bekommt sie jetzt heute Abend. Und heute Mittag gab es Karotte, Kartoffel. Und jetzt werde ich mal die Tage, bevor wir losgehen, auf jeden Fall auch noch mit Fleisch kochen und einfrieren. Und dann hoffe ich, wir haben ein Gefrierfach im Wohnmobil und können da die gefrorenen Breisorten aufheben mit. Und jetzt bekommt sie ihren Getreidebrei. Katrin ist übrigens auch da. Die hat auch gerade unsere Kopfstützen für den Strandprobe gelegen. Mega cool von Zara ist. Das ist es zum Hinlegen. Und Dennis hat gesagt, er hat sich schon eins gesichert. Wir gehen jetzt nämlich zu Kat und verbringen heute Abend den Abend da mit ihr. Ah, ich brauche noch Schuhe. Schätze, wo sind meine schwarzen Schuhe? Dennis weiß eigentlich immer, wo alles ist. Schatz? Ich glaube, die sind bei mir zu Hause, oder? Was? Die Slips? Keine Ahnung. Wir haben Eliana ein Kleid gekauft und wir glauben, es ist zu klein. Obwohl es 4 bis 5 Jahre für 4 bis 5-Jährige ist. Aber Eliana ist extrem groß. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war richtig schlimm. Was geht eigentlich, aber ich weiß nicht, was richtig schlimm ist. Für mich war sie schlimm, weil man ja normalerweise durchschläft. Und das hat die kleine Maus heute nicht gemacht. Und schaut mal, wen wir hier haben. Einmal Malia mit dem Papa und der Milo auf der Spieledecke. Seit dem 8. Dennis wach, gell? Bisschen davor. Ich durfte noch eine Stunde länger im Bett liegen bleiben. Mit Milo, gell? Weil Milo und meine Zweisamkeit ist nicht so häufig gegeben. Ja, du bist auch müde, ich wollte heute nicht duschen, jetzt weiß ich, dann muss ich duschen. Heute ist ja die Hochzeit von Kat und Leo. Und Lini, bist du auch noch müde? Und heute Abend darf Mama spontan mitkommen zur Hochzeit, weil ein Gast abgesagt hat. Und ich glaube, meine Mama, die kommt abends mit, gell, Malia? Zum Essen und dann können wir vielleicht auch in Ruhe essen und immer mal wieder abwechseln. Und das Hotel dort in Bad Wildbad, da kann man auch kostenlos in die Therme. Und meine Mama wird dann heute erst Spa machen den ganzen Tag und dann heute Abend dazukommen. Du Schatz, das lächelst du mich denn da so an. So verschmitzt. Und Dennis, seine Eltern und seine Schwester passen auf Milo auf. Den bringen wir vorbei. Und da ist der Milo in guten Händen. Und das ist wie ein Hundehotel für ihn, denn da gibt es kein Babygeschrei. Und nur eine Katze, aber die verstehen sich. Ja, eine Katze, aber die verstehen sich. Aber es wird sich hundertprozentig um Milo gekümmert. Auch sehr schön. Ja. Das ist ja mein Brautjungfernkleid. Und schaut mal, ich habe Malia. Ich glaube, es hat es fokussiert, oder? Auf jeden Fall habe ich Malia 1 bei Zara bestellt. Und es ist einfach original dieselbe Farbe. Cool, oder? Hallo, guten Morgen, Katrin. Guten Morgen. Das und Mama hat noch eine Tasche. Ich fahr selber. Nein, das passt rein. So, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen und gehen jetzt zu Kat. Wir sollen um 14 Uhr fertig gemacht eigentlich bei ihr sein, aber ja. Wir gehen jetzt mal hin und checken mal die Lage ab und dann machen wir uns fertig.
Also wir haben uns gerichtet bei Kat mit allen Mädels. Katrin und ich haben gefühlt am längsten gebraucht. Das ist unser Kleid, voll schön. Katrin kommt jetzt gerade auch raus, glaube ich. Und da ist Katrin. Wir haben dasselbe Kleid an. Wir sind heute Brautjungfern, haben auch schon ein Geschenk gekriegt. Ein Goodie. Eine Goodie-Bag haben wir geschenkt bekommen. Wow. Ich still noch, bevor es gleich losgeht. Weil Lilchen später können wir tanzen. Tanzst du mit Papa? Mhm. Freut er sich schon. Mit Mama natürlich auch. Okay. Also, ade. Ade, war schön. Kleider sind zu lang oder ihr seid zu klein? Und? Wie sieht's aus? Kolonne Süderhof. Ganz schön warm. Ja. Ja, deswegen hat Tobi jetzt auch gesagt, nur Hemd. Sehr emotionaler Tag. In einem und anderen von euch auch, habe ich gesehen. Also einfach schön, euch alle hier heute zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen, der Tag danach. Good morning. Good morning. Wie geht es zum Frühstück? So fresh wie noch nie. Ich finde gar nicht, dass wir so schlimm aussehen. Wir gehen jetzt frühstücken. Gestern war übrigens ein richtig, richtig toller Tag. Und das Wetter hat gehalten. Heute ist bewölkt. So toll. Und es hat geregnet. Der Tag nach der Hochzeit. Es gibt schnelle Schupfnudeln. Ich liebe das Gericht. Toll. Ganz gut. Wir sind bei Bella zu Besuch. Sie hat ihre erste eigene Wohnung. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Wochenende so viele Ereignisse. Und ich finde diesen Ausblick richtig toll. Ja, ich würde jetzt schaffe ich es auch mal, mich persönlich zu melden. Ich dachte, ich zeige euch noch ein paar Sachen. Und zwar hat uns Kat als Brautjungfern hier so eine Goodie-Bag gegeben mit Produkten von Invisibubble. Richtig toll, auch Haargummis. Ein Haargummi habe ich schon drin. Das sind solche weichen Haargummis, sieht man das? Und dann Olaplex Shampoo und Conditioner. Richtig geil, habe ich auch gestern schon im Hotel benutzt. Sollte man mich nicht glauben. Ich brauche, glaube ich, mal wieder Strähnchen, dass meine Haare so ein bisschen frischer aussehen. Und eine Gesichtsmaske. Und die Sachen nehme ich alle mit in Urlaub. Und Dennis macht noch Wäsche. Fleißiger Mann. Und Malias Wäsche ist schon in der Wäsche. Ah, ist sogar schon drin. Und hier ist so ein bisschen ein Mess. Das ist stolz. Ja, ich weiß. Ja, Malia schläft schon und wir gehen jetzt auch ins Bett. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und wir sehen uns ja schon. Bis zum ganz bald, nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.